Grüße euch, meine Lieben, zum germanischen Wochenorakel vom 21. bis zum 27. Januar 2019, am Montag, den 21. Januar, haben wir Vollmond. Es ist die vierte Kalenderwoche. Wir haben wieder drei Legungen. Und für die erste Legung habe ich einmal zwei Karten. Einmal eine versteinerte Schnecke bzw. Ammoniten. Oder Tintenfischart zwischen Schnecke und Tintenfisch. Sieht so aus. Und den Boulder Opal. Dann haben wir für die zweite Legung den Chiastolit. Und bei der dritten Legung Onyx Marmor. Dürft ihr in euch gehen. Durchatmen. Und euch leiten lassen, wohin es euch auch führt. Könnt ihr euch auch hier von den Louise L. Hay Karten, Körper- und Seelenkarten leiten lassen. Hier sieht man schon, ich genieße meine. Okay, hier haben wir so ein bisschen Frühlingsfarben mitunter mit dabei und hier das Rot, das kann für die Liebe stehen, aber es kann genauso gut auch sein, dass wir vielleicht diese Woche rot ziehen. Okay, die Joker-Karte für diese Woche. Bist du gerne mit positiven, liebevollen Menschen zusammen? Ja. Die überall Freude verbreiten, wenn ja, dann geht es dir wie dem universellen Geist. Er ist auch am liebsten bei solchen Menschen, nicht weil er die anderen nicht mag oder verurteilt, sondern weil sie sich ihm verschließen. Und spirituelles Geldbewusstsein von Thorsten Weiß, dein täglicher Wohlstandsimpuls. Ich weiß, dass ich die Realität erschaffen kann, die ich möchte. Diese neue Überzeugung wird stets größer werden. Je mehr Erfolg du erzielen wirst, sei dir sicher, dass du in diesem Moment alles in dir drauf ausrichtest, dass sich in deinem Leben das zeigt, was du brauchst. Konzentriere dich aber vor allem auf die Sehnsucht in deinem Herzen und werde dir bewusst, dass es sinnlos ist, Realitäten, die dir keine Freude bescheren, erschaffen zu wollen. Auch sinnvoll. Okay. Und wir kommen zu eurer Krafttierkarte und die Krafttierkarte für euch ist die Mücke. Es steht für Teilen und Hergeben. Besinne dich darauf, was du alles im Überfluss geschenkt bekommen hast und teile dein Glück mit anderen, ohne dich zu verausgaben. Affirmation: Ich achte und schätze meine Fülle und danke Gott dafür, indem ich einen Teil voll Dankbarkeit an die Welt zurückgebe. Okay. Und wir beginnen sogleich mit der ersten Legung.
Bei den Ammoniten haben wir jetzt, Name ägyptisch, Amon, Gott, Sonnengott, Amun-Re. Ja, Alter ca. 65 bis 40 Millionen Jahre. Erdzeitalter Devon bis Ende Kreidezeit. Es gab über 3000 Arten. Fundort unter anderem Alaska-Gebirge. Lege ich mal hier auf die Seite. Was finden die irgendwann in 30.000 Jahren von uns? Wenn ich mir überlege, da gab es ein Video von jungen Leuten, die nicht wussten, wie das Telefon mit der Drehscheibe zu bedienen ist, ja. Und da musste ich echt schmunzeln. Aber wenn ich mir das in der heutigen Zeit überlege, nach Schlaganfall, wie schwierig es jetzt wohl wäre, diese Drehscheibe mitunter auch zu betätigen. Ja, vielleicht auch mit einem Kugelschreiber oder so. Naja, hier der Boulder Opal, Chakra Wurzel Basis Chakra Rot, Heilkunde, Humor macht extrovertiert und hilft, andere mit der eigenen Freude anzustecken, ermöglicht widrige Umstände guten Mutes zu überstehen, regt Lymphe, Niere und Darm an und verbessert die Nährstoffversorgung der Zelle. Aufladen im Amethystrosenstück und Vollmondstück. Ja, das ist so ein Stück vom Amethystrosen. Und wir beginnen mit den allgemeinen Tendenzen für diese Woche. Wir haben hier Sigtrifar. Erkennen. Mythos: Sigtrifar ist eine Walküre, die von Odin in einen tiefen Schlaf versetzt wurde. Sigurd, Kammer Siegfried, durchschreitet den sie umgebenden Flammenwall und erweckt sie. Sie erkennen einander und sie lehrt ihn weibliche Weisheit. Hier allgemein das Wunder des Augenblicks erkennen und erleben zu können im Hier und Jetzt ist die Aufforderung dieser Karte. Die Schwanenjungfrau versinnbildlicht die Ausdehnung unserer seelischen Empfindungen, die neue wertvolle Impulse in unser Leben bringen. Wenn wir diese zulassen können, sie steht für eine Zeit beglückender Begegnungen und Momente, in denen ein besonderer Zauber vorherrscht. Mag sein, dass wir die Liebe neu entdecken oder uns in naher Zukunft etwas sehr Schönes schwant. In jedem Fall ist das Umfeld dieser Karte von Magie durchdrungen, deren Wirken uns etwas Wunderbares bescheren wird. Misstrauen und Ängste sind hier fehl am Platz, da sich alles Wahrhafte von allein fügt. Okay, beruflich hast du, ne? Antrim mir? Überfluss? Ja, Überfluss. Mythos. Antriminia. Tut seinen Dienst als Koch in der Kriegerhalle Valhall. Dort ist er zuständig für die Verpflegung der Einherjer, die er täglich mit einem üppigen Mahl und ausreichend Met versorgt. Beruf. Im beruflichen Bereich haben wir eine glückliche Hand und großes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ein gutes Gespür für Geldangelegenheiten kann lang gehegte Wünsche jetzt in Erfüllung gehen lassen. Wir dürfen aus dem Vollen schöpfen, bei all diesem uns widerfahrenen Segen ist jedoch von unnötiger Verschwendungssucht abzuraten. Sigtrifar
Stolze Bescheidenheit, Dankbarkeit und Zufriedenheit über das, was genossen werden darf, sollte man sich nicht durch Prahlerei und protziges Verschwenden verscherzen. Und Thema Liebe, die Freundschaft. Mythos. Skirnir ist der vertraute Freund und Diener des Freya. Für diesen reitet er zu den Riesen und trägt unter Einsatz seines Lebens die Heiratswerbung für die schöne Riesin Gerda vor. Beziehung. In unseren Beziehungen steht Skirnir für seelische Bereitschaft, heranreifende und bereits gewachsene Gefühle gegen äußere wie innere Bedrohungen, zum Beispiel in Form von Verlockungen oder auftretenden Widerständen, zu verteidigen. Geben und Nehmen steht im Gleichgewicht und dürfen uns auf einen guten Ausgang hoffen lassen, wenn wir es ehrlich meinen. Ebenso kann die Karte als Hinweis verstanden werden, eine Freundschaft zu pflegen, die wir vielleicht für längere Zeit vernachlässigt haben. Auch ein Anruf, kleine Geschenke, Briefe und Besuche erhalten die Freundschaft und können ein schöner Anlass sein, um diese auffrischen oder weiter zu vertiefen. Okay. Amors Botschaft ist hier die Vergebung. Vergib und vergiss. Das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Aus dem Hexengeister-Orakel haben wir die Königin Demeter. Die Karte zeigt eine schöne mütterliche Frau, die bis zu den Knöcheln in sanften Meereswellen steht. Sie trägt ein wasserblaues Kleid und einen Mantel in derselben Farbe. Auf ihr Stirn glitzert ein Diadem aus seltenen und kostbaren dunklen Perlen. In den Händen hält sie ein Füllhorn, aus dem sie silbrig glänzende Fische ins Wasser schüttet. Wenn sie Miete in ihren Karten erscheint, so heißt das, dass sie von mächtigen, schöpferischen Energien umgeben sind. Es ist ein Hinweis auf Fruchtbarkeit, Überfluss, Stabilität, Partnerschaft, eine glückliche Ehe und vielleicht auch die Schaffung von Kunstwerken in Musik oder Literatur. Manchmal kündigt sie auch die Geburt eines Kindes an. Wenn sie in den Karten auftaucht, so kann sie auch eine wirkliche Frau in ihrem Leben anzeigen. Eine Frau voller Sanftheit und Intelligenz, die auch künstlerisch, großzügig und ehrlich ist. Auch mit ihr können wir arbeiten. So, aber da mein Liebesorakel Februar plötzlich ohne Ton war, muss ich das auf jeden Fall neu machen, oder ich möchte es neu machen. Ist ja keine Pflicht in dem Sinn. Deswegen schätze ich mal, werde ich mich jetzt weniger auf die Meditation der Hexengeister konzentrieren. Wer weiß, vielleicht habe ich es ja in einem vorhergehenden Orakel mitunter schon wiedergegeben. Könnt ihr ja gerne googeln. Und deine letzte Karte. Ich gleiche meine männliche und weibliche Seite aus. Meine männliche und weiblichen Wesensanteile sind in perfekter Harmonie. Ich bin in Frieden mit mir. Alles ist gut.
Super. Wir kommen zur zweiten Legung, denn Shiastolit, er steht für das Wurzelbasischakra rot und Herzchakra grün. Heilkunde, Identität, Umsetzen der Lebensaufgabe hilft Ängste und Schuldgefühle aufzulösen, fördert Realitätssinn und Nüchternheit, lindert Übersäuerung, Rheuma und Gicht, hilft bei Erschöpfung, Schwächezuständen und Lähmungserscheinungen. Aufladen in der Bergkristallgruppe, Morgensonne und Abendsonne. Die erste Karte ist die Brünhild. Die Entschlossenheit. Im Endeffekt auch eine andere Form von Sigtrifar, ja? Hier ist mitunter so dieser Flammenwall, den Sigurd durchschreiten muss. Mythos. Brünhild ist eine Walküre, die Herrscherin von Island. Als große, kluge und starke Kämpferin hat sie das Gebot erlassen, nur denjenigen Mann zu ehelichen, der sie im fairen Kampf besiegt. Allgemein, Brünhild steht für einen verantwortungsvollen und zuverlässigen Menschen, der sich im Kampf mit den Widrigkeiten des Lebens zu helfen weiß. Er ist bereit, sich für eine Sache beharrlich einzusetzen und dafür auch manches Opfer zu erbringen. Dies hält ihn jedoch nicht davon ab, zuweilen mit berechnender Kühle und Gerissenheit vorzugehen, die eine Mauer unüberbrückbarer Distanz entstehen lassen kann. Auf nicht personaler Ebene ist die Karte als Aufforderung zu verstehen, für unsere Überzeugungen und Ziele fest einzustehen, um sie hierdurch auch zum Abschluss bringen zu können. Welcher Preis dafür zu entrichten ist, verrät uns die Karte indes nicht. Zum Thema Beruf haben wir hier Grimnir, die Prüfung. Auch wieder hier den Schnee. Na, hier scheint es sich ein bisschen zu lichten im Tal, ne, aber auf den Bergen liegt es noch. Mythos. Odin taucht hier in der Gestalt des Wanderers auf, der seinen Anhängern und Günstlingen unerkannt erscheint, um sie als unbestechlicher Prüfer auf ihre Standfestigkeit, Grundsätze und Überzeugungen hin zu testen. Beruf. Ehrlichkeit, Offenheit werden sich auf kurz oder lang auszahlen, da sie als das Vertrauen anderer in uns steigen lassen. Möglicherweise werden wir auch mit einer Aufgabe betraut, die unsere Fähigkeiten prüfen soll. Nicht immer dient der gut gemeinte Rat oder Tipp eines Menschen dem, was er uns glaubhaft machen will. Ernsthaftes Prüfen, ob dies auch unserem Wesen und Gewissen entspricht und nicht fremdgesteuerten Zwecken dient, ist angebracht. Okay. Thema Liebe haben wir Mimirs Brunnen, die Weisheit.
Na, jetzt. Mythos. Mimir ist ein uralter weiser Riese, der über einen Brunnen wacht, in dessen Tiefe die Erinnerungen an alle Geschehnisse dieser Welt schlummern. Odin opfert ein Auge, um aus der Quelle trinken zu dürfen. Im Tarot haben wir bei Rider-Waite steht es für die Trumpfkarte der Stern, bei Aleister Crowley der Gehängte. Beziehung. Mimirs Brunnen erinnert uns daran, dass letztendlich alle Menschen aus ein und derselben Quelle kommen und gespeist werden. Erfahrungen, die wir gemeinsam mit unserem Partner machen, führen zu seelischer Reife, wenn wir bereit sind, auch Opfer zu erbringen. Das Verabschieden überhöhter Erwartungen gehört genauso dazu, wie das Erkennen, dass unser Gegenüber uns mit jenen Eigenschaften und Widerständen konfrontiert, deren Erfahrungen und Verarbeitungen wir selbst auf unserem Weg zur Ganzwerdung gewählt haben. Und die Amors Botschaft. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Vielleicht bist es aber auch du, die hier die Auserwählte, wie jetzt Brünnhild oder Sigtrifa aus diesem Feuerwall mitunter rettet. Und was ich auch sehr schön finde, die nächste Karte ist The Lake Maiden. Auch hier, also wenn ihr, beim Germanischen war auch schon das Schwert mit hier dabei. Beim Thema Liebe, Skimnir. Und hier haben wir Lake Maiden. Die werde ich jetzt nicht mehr machen, dann einfach den Name eingeben, weil die hatte ich jetzt die Aufnahme vor kurzem gemacht. Die Karte zeigt eine Fee, die aus einem stillen See emporsteigt und ein glänzendes Schwert in der Hand hält. Im Hintergrund sieht man einen Wasserfall, im Vordergrund gelbe Wasserlilien, die das Ufer säumen. Die Herrin des Sees gebietet über tiefe Geheimnisse und die Magie des Feenreichs. Sie enthüllt ihnen, dass es eine verborgene Kraft in ihrem Leben gibt, die sie schützt und leitet und ihnen die notwendigen Werkzeuge zur Hand gibt, damit sie Erfolg haben können. Okay, dann deine nächste Karte. Ich achte auf die Botschaften meines Körpers. Mein Körper strebt stets nach optimaler Gesundheit. Er möchte heil und gesund sein. Ich arbeite harmonisch mit ihm zusammen und werde gesund, heil und erfüllt. Ich liebe und achte mich. Ich erkenne mich selbst an, ich bin gut genug, so wie ich bin. Ich behaupte mich und artikuliere meine Bedürfnisse. Ich nehme mein Leben in die Hand. Wir kommen zur dritten Legung, den Onyx Marmor. Steht jetzt bei ihm keine Chakra-Zuordnung, Heilkunde, rhythmische Entwicklung, Entlastung, macht gelöster, freier,
empfindsamer, macht flexibel, bringt Ruhe und Aktivität in ausgewogenen Wechsel. Hilft bei Beschwerden von Leber, Galle, Bandscheiben, Gelenke und Meniskus. Aufladen in der Morgensonne, Abendsonne, Bergkristallgruppe und Bergkristall. Deine allgemeinen Tendenzen. So, hier, Jörmungand, das Potenzial. Mythos. Die Midgard-Schlange liegt auf dem Grund des Meeres und besitzt so gewaltige Ausmaße, dass ihr Leib und die ganze Welt reicht und sie ihr eigenes Ende im Maul trägt. Zu den Ragnarök taucht sie empor und reißt das Unheilschiff Naglfar vom Ankerplatz. Allgemein. Jörmungand weist auf eine Anzahl von Möglichkeiten hin, die vielen Dingen gleichermaßen innewohnt. Aber sie warnt auch davor, diese Energien auf unbedachte und leichtsinnige Weise zu erwecken. Sind wir ihnen nicht gewachsen, kann es schwierig bis unmöglich werden, deren Auslösung wieder rückgängig zu machen. Es ergeben sich neue Impulse und Erfahrungen, die uns tiefere Zusammenhänge erkennen lassen und uns Einblicke in die eigenen Anlagen gewähren. Diese zu erspüren und wahrzunehmen, sollte ein großer Teil unserer Aufmerksamkeit gelten, da sie die Voraussetzungen für ein sinnvolles und erfolgreiches Weiterkommen ausmachen. Okay, zum Thema Beruf haben wir hier Regin, die Berechnung, da auch am Kaminfeuer sitzen, das wäre jetzt wirklich schön. Mythos. Regin ist einer der drei Söhne des Königs Haraitmar. Ich habe schon wieder einen Buchstabe verschluckt. Und übt das Handwerk des Schmiedens aus. In der Wölfungensage benutzte er Sigurd, in Klammer Siegfried, um an das Rheingold zu gelangen. Beruf. Schöntürerei und offensichtlichem Umschmeicheln unserer Person sollte keine ernsthafte Bedeutung beigemessen werden, da dies kaum ehrlich gemeint ist. Vielmehr wird hier unser Ego angefüttert, um damit etwas ganz anderes zu bezwecken. Der Ausbruch Gelegenheit macht Diebe passt ebenfalls hierher und präsentiert sich vielleicht gerade jetzt als lockere Versuchung, einen Vorteil für uns herauszuholen, der jedoch gewöhnlich auf Kosten anderer geht. Okay. Thema Liebe haben wir Vala. Die Rückschau. Mythos. Odin sucht eine tote Seherin auf und zwingt sie durch einen Leichenzauber aus deren Grab hervor. Nach der Zukunft seines Sohnes Balder befragt, prophezeit sie dem Göttervater dessen Tod. Beziehung. Hier weist Valhall auf alte Wunden und Leidenmuster hin, die zuweilen bis in die Kindheit zurückreichen können,
Möglicherweise hängt die gestörte Gefühlsnatur noch immer an einer alten Geschichte, deren Beendigung bzw. Beerdigung und Verarbeitung schon lange überfällig wäre. Starres Klammern und Festhalten an einer oftmals idealisierten Vergangenheit blockiert unsere kreativen Energien und verhindert eine Öffnung gegenüber frischen Lebensimpulsen. Der Vergebung gegenüber einstigen Tätern sowie dem liebevollen Heilen alter Wunden sollte im Umkreis dieser Karte immer eine besondere Beachtung zukommen. Ja, vielleicht lassen wir jetzt auch diesen Rest mitunter auch los. Vielleicht haben wir immer wieder neue Chancen mitunter gegeben und denken, ja, das ist doch besser. Und früher war es das Männerorakel. Würde ich jetzt sagen, ja, wenn ihr hier euch in eine neue Beziehung begeben habt und der Ex taucht auf und will euch zurück und die Neue gerät hier in den Hintergrund, ja, wo ich euch hier doch ermahne, die Augen zu öffnen, ob man das Alte nicht besser loslässt, weil es einfach nur gewisse Besitzgier mitunter auch anspielt, jemanden zu besitzen, aber kein Mensch ist der Mensch ist kein Möbelstück. Man kann ihn nicht besitzen und in die Ecke stellen, weil wenn man sich in die Ecke gestellt fühlt, versucht man ja auch wieder dort herauszukommen. Ja. Und ich wäre da auf jeden Fall an deiner Stelle sehr vorsichtig, ob du weiterhin die alten Götter verehrst, ja, wie Ex, und in deinen Seelenschmerz dich badest, oder hier einfach neue Wege mit unterzugehen, mit neuen positiven Gedanken, ja. Das Alte auf jeden Fall loslassen, lass es im alten Jahr bitte. Ja, vielleicht wirklich hier mit Erzengel Michael nochmal arbeiten, Erzengel Zadkiel. Bitte ihn einfach darum. Dann kann er auch in dein Leben eintreten. Und ja, wir auch hier geben und nehmen, sollte schon im Gleichgewicht sein. Hier Amors Botschaft. Riskante Versuchung, der Schein trügt. Vielleicht seid ihr da gerade dabei, auf eine Dame oder einen Herrn reinzufallen. Also bitte Vorsicht. Die nächste Karte für dich ist Selki. Die Karte zeigt eine Frau bei Sonnenuntergang aus dem Meer auftauchen. Es ist eine Selki, die ihr Robbenfell ausgezogen hat, um zu einer menschlichen Frau zu werden. Sie ist von anderen Selkis umgeben, die ihr Fell behalten und Robben bleiben. Interpretation. Eine Selki verkörpert die Fähigkeit, sich an jede Situation und Umgebung anzupassen. Sie lehrt uns Balance, Elastizität, Bewegung und gute Koordination. Ja, super. Vielleicht einfach auch wieder
Dehnübungen zu machen, ein bisschen sportliche Betätigung kann auf jeden Fall nicht schaden. Oh, auch eine wunderschöne Meditationsreise, Entspannungsreise. Ja, ja. Stellen Sie sich vor, dass Sie am Strand stehen. Die Dämmerung ist angebrochen und ein rötliches Licht erfüllt den Himmel und ergießt sich über Meereswellen mit ihren weißen Gischtkronen. Okay, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Gischtkronen. Okay. Deine Botschaft. Andere zu lieben ist leicht, wenn ich mich selbst liebe. Mein Herz ist offen, ich lasse meine Liebe frei fließen. Ich liebe mich, ich liebe meine Mitmenschen und ich liebe mich. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, ich bin bereit zu vergeben. Indem ich mir selbst und anderen vergebe, befreie ich mich von der Last der Vergangenheit. Vergebung ist ein Geschenk, das ich mir jetzt selbst mache. Ja, sich selbst auch zu verzeihen, dass man so und so gehandelt hat. Ja, wir sind alle Menschen, nobody's perfect. Man kann aber in alte negativen Muster verhaftet sein, die man ja einfach auch versucht loszulösen. Tja, wenn ich mir meinen guten Wein mitunter bestellt habe, den ich sehr gern mochte, gerade von Palhuber, den Da Capo, ich finde den fantastisch. Viele Personen, die ihn probiert haben, haben ihn unterschätzt. Es ist doch ein tiefroter Wein, sehr süß, nicht zu süß. Und ich mag ihn wirklich sehr. Allerdings sollte man da nach einem Glas Wein schon definitiv zu Hause bleiben. Mein Vater hat da gerne mal Wein mitgenommen von mir. Wie sagte er dann? Nobel geht die Welt zugrunde. Ja, ich stehe nicht auf Tetrapack Wein und das ist nicht meins. Nicht meine Welt. Wehe dem einmal im Vierteljahr kauft man eine Flasche, dann ist man ja der größte Alkoholiker der Welt. Woher andere wiederum wissen, dass über eine andere Person wieder mehr wissen, wie die über sich selbst, stellt sich hier immer die Frage. Und ja, ich habe 5 Darm-OPs. Und dann konnte ich zumindest sagen, nur so 2 Flaschen Rosé im Monat hielten zumindest meinen Stuhlgang geschmeidig. Wahrscheinlich für euch uninteressant, wenn ihr mal Darmverschlüsse hattet, wie ich, und dann wisst ihr, von was ich rede. Tut mir leid, kam jetzt irgendwie raus. Das, auch das ist so ein Loslösungsprozess. Ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Na, das ist auf jeden Fall billiger, mal wieder 2 Flaschen Wein im Monat zu trinken, wie hier Geld in Einläufe und was weiß ich, was alles zu stecken. Also, ich finde es von der Apotheke unmöglich. Ja, eine Pirmasens gibt es eine Apotheke, die verlangen für einen Einlauf 15 Euro. Also, das gibt's doch gar nicht. Die spinnen doch.
Ja, ich kaufe dann immer 10er-Pack. Das sind dann 10 Stück. Sorry. Ich lese die Idee auf. Hab dir hoffentlich den Karte ausgesucht. Ich löse auf, bevor ich hier noch mehr darüber rede. Ist ja doch privat. Ich höre damit auf, über das Thema zu reden. Hier habe ich Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Und hier Telepathie. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Die letzte Karte ist dann das Nein. Ich hoffe, mit der Tonaufnahme hat jetzt alles geklappt. Dreimal den Stecker überprüft. Jetzt müsste es aber geklappt haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Tschüss.